Ich habe schon ziemlich lang eigentlich überlebt. Das verwundert mich selbst irgendwie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in dieser Folge sterben werde. Aber vorher möchte ich euch was sagen. Und zwar finde ich das ziemlich krass, weil ich habe mir gerade so die ersten Folgen angesehen und sowas. Und ich merke jetzt einfach schon eine Steigerung. Für euch ist das auch bestimmt, also ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich, ich weiß nicht, ich lerne alles so jetzt gerade beim ersten Mal. Und ihr seid dabei irgendwie und man merkt einfach so voll die Verbesserung schon. Also finde ich jetzt, dass ich jetzt schon merke, so wie ich mich jetzt schon ein bisschen verbessert habe und so. In verschiedenen Dingen. Mit der Minecraft-Welt. Und ich fand dieses Projekt am Anfang ja ein bisschen random. Dachte so, naja, soll ich das wirklich durchziehen? So, und jetzt im Nachhinein finde ich das richtig cool, dass ich das gemacht habe, weil hätte ich jetzt gleich wieder mit Games angefangen, hätte ich sowieso gleich verloren. Und so, wie ich das jetzt tue, lerne ich halt erstmal so ein bisschen so das Know-how. Aber zum Beispiel, dass man hier backt. Dann so ein Stack machen hier. Oh. War gerade ein Monster. Der ist ja ganz dunkel, lol. Jetzt zum Beispiel lerne ich, kann man denn mit einer Eisenspitzhacke Obsidian abbauen? Entsteht da was? Ja, nee. Funktioniert anscheinend nicht. Ich hätte mir vielleicht anstatt das Schwert, hätte ich mir eine Diamantspitzhacke machen sollen, ne? Jetzt so im Nachhinein war das vielleicht ein bisschen unklug von mir, gleich ein Schwert zu bauen, weil ein Schwert, der mit der Diamantspitzhacke wäre das, glaube ich, ein bisschen besser gegangen. Aber ich sehe, da entsteht doch was, oder? Oder bin ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen blöd? Es kann sein, dass ich da jetzt 5 Minuten drauf einhaue, um dann festzustellen, dass ich das damit nicht abbauen kann. Ich habe nämlich leider nicht gegoogelt, ob man das damit abbauen kann. Also auch, sieht doch jetzt einigermaßen gerade aus. Ja, nice, 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 nice. Dauert halt nur irgendwie 500 Stunden. Und ich kann es nicht einsammeln. Ist das jetzt dein Ernst? Was? Jetzt sag mir nicht, dass ich... Ich kann... Hä? Ich kann damit keinen Obsidian einsammeln. Oder bin ich gerade blind und sehe das nicht? Nee, es ist nicht da, ne? Seht ihr es? Ich sehe es auch nicht. Ach, Mann. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder Diamant finden. Und dann mit dem Diamant mir eine Spitzhacke bauen. Ich brauche eigentlich nur einen Diamant. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Das ist blöde, blöde, blöde. Aber ich muss gerade schauen, wo ich jetzt gerade bin. Auf der 13. Ebene. Ich würde sagen, ich baue mich jetzt einfach hier geradeaus weiter. Mal schauen. Mal noch eins runter. So. Ja, das hätte ich mir vielleicht vorüberlegen sollen. Also ich brauche auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke. Aber ich brauche auch 2 Diamanten, um einen Zaubertisch zu bauen. Also eigentlich wäre es gut, wenn ich jetzt nochmal 4 Stück finden würde. Oder zumindest 3. Dann würde es genau passen. Aber meistens sind da ja da mehr als, also dann mindestens 4 oder so. Schauen, dass ich jetzt ja nichts übersehe hier, wenn ich mich jetzt hier durchcrafte. Oder ich höre wieder Wasser. Irgendwo hier muss wieder Wasser sein. Ist wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich, wenn ich mich nur gerade ausgrabe. Ich müsste auch mal ein bisschen in die Kurve, ne? Hier ist irgendwo Wasser gewesen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habe ich eigentlich noch eine Spitzhacke dabei? Nee, aber ich habe noch eine Schaufel. Hey, immer noch eine Schaufel. So langsam. Oh Mann. So, also unser Ziel ist jetzt wieder Diamanten zu finden, obwohl ich in der letzten Folge schon Diamanten gefunden habe. Bzw. in der vorletzten Folge. Vorletzten Folge? Oder war es in der letzten Folge? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Hier habe ich... Ich könnte mit meinem Diamantschwert da was abbauen. Gell? Kann ich mit dem Diamantschwert das abbauen? Nee. Es dauert dann noch länger. Weil ich könnte mit meinem Diamantschwert ja den Obsidian mal versuchen abzubauen. Wäre eigentlich eine Idee. Wäre gar nicht mal so klug. So. Ich guck mal gerade was. Und zwar, man kann doch, Brightness, kann man das heller machen? Nee, ich verstelle es lieber mal nichts. Weil, naja, ich habe da ja nicht so den Plan von. Oh
Mann, ich würde halt gerne mal in den Dungeon kommen, weil ich bräuchte ja auch... Also, ich meine, ich müsste dann noch Bücher machen, so. Ich will auf jeden Fall mein Schwert verzaubern. Und ich meine, ich brauche sowieso ganz, ganz viel Diamanten. Weil ich will mir auch noch Rüstung machen und sowas, natürlich. Irgendwann mal, so in 500 Jahren oder so. Aber bis dahin wird es mich jetzt einfach erquicken, wenn wir endlich mal jemanden... Ey, die letzten Folgen, die ziehen sich so, ne, für euch. Ich meine, ich lerne jetzt ja auch nichts Neues. Ich lerne jetzt nur, dass man keine Diamanten so leicht findet. Das weiß ich jetzt schon mal. Das heißt, wenn ich irgendwo Diamanten sehe, muss ich sofort abbauen. Weil hätte ich erst angefangen, hätte ich vielleicht gedacht, so, ja toll, das sind Diamanten, egal, gehe ich mal weiter. Aber jetzt weiß ich, dass Diamanten anscheinend doch sehr selten sind. Und man die natürlich braucht. Deshalb, Gold ist irgendwie... es ist eigentlich nicht so selten, Gold, ne? Und für was braucht man schon Gold? Schreibt mal in die Kommentare, für was man bitte Gold braucht, weil das weiß ich echt nicht. So, würde mich mal interessieren, für was ich eigentlich Gold brauche. Ach, weh. Habe ich eigentlich noch Eisen? Ja. Weil meine Spitzhacke ist, geht gleich den Geist auf. Oh, cool. Hier kann ich meine Schaufel benutzen. Braucht man das Gehirn irgendwann mal? Ich weiß gerade gar nicht. Braucht man irgendwann das Gehirn? Bestimmt, für irgendwas braucht man das bestimmt mal. Für irgendwie so irgendwas halt. Überall ist Eisen, aber kein Diamant. This make me so sad. Okay, das weiß doch schon ein bisschen mehr. Ah, Mann. Ich könnte einfach mal hier so... Hier muss das ja irgendwo sein. Überall ein bisschen reingraben. Und dann gehe ich auf die andere Seite oder so. Da gibt es auch irgend so eine Strategie bestimmt. Ich meine, ich weiß es jetzt halt nicht so, ne? Aber ich muss mal googeln. Oder ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie man sich so am besten so... Man, es sind ja immer 10 Blöcke eigentlich. 1, 2, 3, 4. Okay. 3, 4, 5, 6, 7. Kohle, Eisen, Kohle. Was mit? Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss mit dem nächsten Mal ein Ding machen. Ja gut, dann ich habe hier echt zu viel Zeugs rumliegen, ne? Oh, schon mal gerade schon. Wollten wir gerade schon irgendwas mit Diamant machen. Nee, ich müsste das irgendwie mal aufheben, weil die ganzen Cobblestone gedönst sind, ne? Ach, habe ich schon aufgenommen. Ah ja, gut. So, weiter geht's, weiter geht's. Also, ich bin mal gespannt, ob ich in der Folge überhaupt irgendwas schaffe. Irgendwas erreiche. Oh, da war Erde. Mann, ich muss für die Erde meine Schaufel nutzen. Ich habe nämlich ganz viele Schaufeln. Die brauche ich alle nicht. Oh Gott. Leute, das macht mich echt wahnsinnig, das Spiel. Vor allem, ich will endlich mal wieder in die frische Luft. Ich will draußen endlich mein Haus bauen, aber dafür brauche ich jetzt viele Diamanten. Und nicht diese scheiß roten Dinger da. Mann. Das heißt ja irgendwie, dass wir immer in der Nähe von Lavasee oder sowas. Ich könnte mal rausgehen und einen Dungeon suchen. Ich weiß nicht, in ganzen anderen Spielen finden die so easy Dungeons. Graben ein bisschen, oh, guck mal, ein Dungeon. Aber... Vielleicht ist der ja auch auf einer anderen Höhe. Das kann natürlich sein. Dann bin ich ziemlich dumm. Dann muss ich das mal nachschauen, auf welcher Höhe eigentlich Dungeons sind. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier... Würde mich einfach interessieren. Irgendwann kommt dann nichts mehr, ne? Was passiert, wenn ich mich da jetzt ziemlich weit runtergrabe? Ich meine, wir sind jetzt auf der 8. Ebene. In der 0. Ebene, da kommst du ja nicht weiter, ne? Das weiß man ja. Oder? War das so? Ja, ich glaube schon. Also früher war es so.
ich von früher jetzt schon rede. Bei dem alten Minecraft, da waren da irgendwie die Steine, die man nicht mehr abbauen kann. Genau die Dinger hier. Die kann man nicht abbauen. Und hier muss man sich dann irgendwie hocharbeiten wieder. Ja gut, aber hier wird es wahrscheinlich nichts geben, so, ne? Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es hier nichts mehr gibt. So. Schreibt doch mal in die Kommentare bitte, ab welcher Höhe es Dungeons gibt. Würde mich nämlich auch mal interessieren. Ich finde das ziemlich hilfreich immer. Ich lese dann die eure... Oh, Diamanten. Yes. Nice. Ich hab Diamanten. Nice. Oh, yeah. Ach, geil. Super geil. Okay. Gut, damit können wir eine Spitzhacke machen. Und einen Zaubertisch. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt... Erstmal weg hier. Oh, hier können wir eigentlich gleich eine Spitzhacke machen, ne? So. Das ist schon mal ziemlich fresh. Dann gehen wir jetzt zum Obsidian, bauen es ab und dann gehen wir hoch. Und dann würde ich sagen, haben wir doch was geschafft in der Folge. Wir haben immerhin 3 Diamanten gefunden. Ach, wie lächerlich. Oh, wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, ich bin da. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte hier das abbauen. Hier wollte ich abbauen. Es dauert aber auch ein bisschen, anscheinend. Aber ihm geht es ein bisschen schneller als bei der Eisenspitzhacke und vor allem bleibt das Obsidian heil. Das ist ja schon mal ganz okay. Da, wie viel brauchen wir davon jetzt? Ich glaube 3. Ich nehme mal vorsichtshalber 4 mit, nicht dass ich oben bin und dann denke so, oh, ja gut, habe ich gesagt, wir brauchen 3. Hier habe ich. So. Wobei wir müssen ja auch noch ein Portal, ein Enderportal. Och du Scheiße. Holy fuck. Ach Gott, war das gerade so knapp. Ich bin da gerade voll reingerannt, ne? Oh ne, ich wäre einfach jetzt gestorben. Ich habe ja gesagt, ich sterbe in der Folge. Jetzt haben wir 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Dieses Spiel gewinnen wir. 5, 6, 7, 8. Die Gegner werden platt gemacht. Woo! Dann müssen wir jetzt an die frische Luft. Endlich. Ein paar Kühe schlachten, ein bisschen Zuckerrohr andingsen. Damit wir Bücher haben und damit wir, also ein Buch brauchen wir erstmal. Dann bauen wir daraus einen Zaubertisch. Und dann... So. Aber ich müsste jetzt eigentlich nicht da vorne raus, sondern bei mir zu Hause raus. Nur, wie vielleicht man in der letzten Folge gemerkt hat, ich müsste eigentlich da hoch, irgendwie. Ach, ich baue mich jetzt einfach hoch, ich habe ja genug Obsidian, ne? Cobblestones Obsidian. Ja, ich baue mich jetzt mit Obsidian hoch, Leute. Weil das bringt's. So, dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Okay. Ist es draußen gerade Nacht? Ja, es ist draußen gerade Nacht. Das heißt, was heißt das, liebe Freunde? Richtig, wir werden sterben. Yeah, so. Nee, Spaß. Wir haben ja ein Schwert. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht wehren können. Wir können uns wehren. Außerdem sind wir irgendwie gerade gar keine Monster. Es ist still. Zu still. Am Schluss ist da jetzt irgendwie ein Monster in meinem Haus. Ich hätte vielleicht mal eine Tür oder sowas bauen können, ne? Damit ich nicht gleich... Ah, nee, gut. So, dann legen wir uns hin und ich würde sagen, damit beenden wir dann auch die Folge. In der nächsten Folge werde ich dann meinen Zaubertisch bauen. Und wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen hoch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein.